Herzlich willkommen bei der Frage der Woche. Heute wollen wir mal die Bielefelder Bürger befragen, was sie denn bei Gewitter tun. Ich ziehe alle Stecker raus und ja, und habe ein bisschen Bammel. Suche ich mir irgendein Gebäude, wo ich mich unterstellen kann. Wenn ich drin bin, gucke ich aus dem Fenster und schaue zu, wie es blitzt. Mit meiner Schwester im Bett liegen. Bei Gewitter ziehe ich meinen Fernseher aus. Das ist oberstes Gebot. Gute Frage. Regenschirm aufschlagen. Bei Gewitter, ich ziehe alles raus. Ich habe nämlich Angst vor Gewitter. Wenn es so blitzt, wenn der Donner kommt, nicht, aber wenn es blitzt, dann kommt er gleich hinterher in den Donner. Draußen? Dann lege ich mich auf den Boden flach. Und drinnen? Und drinnen mache ich alle Elektrogeräte aus und hoffe, dass es vorbeigeht. Aus dem Fenster gucken und angucken, wie schön das aussieht, die Blitze. Schaffen Sie noch irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen? Nein. Wüsste ich jetzt nicht. Also außer wenn ich draußen bin, aber da hat mich noch nie ein Gewitter überrascht, so dass ich mir schon mal vorgenommen habe, dann soll man sich ja platt auf die Erde legen und nicht unterm Baum stellen. Aber unterwegs hat mich noch nie ein Gewitter überrascht. Das brauchte ich noch nie im Auto schon, aber da ist man ja sicher. Bei Gewitter sehe ich zu, dass ich nicht draußen unterwegs bin. Ja, treffen Sie sonst noch irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen? Nein, überhaupt nicht. Meine Mutter hat früher Kerzen aufgestellt. Das weiß ich noch, als Kind. Alle Steckdosen, alles rausziehen, Sicherung raus, also wenn es nah ist oder direkt über meinem Haus. Aber ansonsten auf die Terrasse gehen und genießen. Was ich bei Gewitter gehe, ist Kneipe. Die sind geerdet und geschützt, aber ich suche keine Buchen und keine Eichen. Sonst irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen? Gar keine. Okay. Was soll passieren? Wenn nur das Blitzableiter hier ist, ist doch kein Thema.